Seid gegrüßt, meine Freunde! Es geht weiter mit Super Mario 3D World. Wir befinden uns beim Castle, das wir erst mit 50 Star Coins öffnen können. Und das werden wir tun. Wir haben nämlich 84 Stück. Das sollte auf jeden Fall hundertprozentig ausreichen, um dieses Castle in Farbe zu hüllen. Denn da erwartet uns der nächste Boss und die nächsten 3 Star Coins. Und ich bin jetzt echt gespannt, was mich hier in diesem Castle erwarten wird. Es ist wenigstens endlich mal wieder ein richtiges Castle. Und wir haben 90 Leben. Geil. Wir haben 90 Leben und Mario macht sich auf den Weg ins Castle. Und da geht die Tür auch schon wieder zu. Tja, wir sind mittendrin, Leute. Wir haben noch eine Feuerblume zur Auswahl, die wir natürlich benutzen könnten. Nur ich mache das jetzt bisher noch nicht, denn ich will jetzt eigentlich erstmal hier vorankommen, ohne irgendwas zu tun. Also ohne irgendein Item zu benutzen, wollen wir das erstmal so durchmachen, damit wir vielleicht später, falls wir... Okay, falls wir unbedingt eins brauchen, dann könnten wir es ja dann benutzen. Aber gut, das ging natürlich, das war natürlich ein Fail, wie er im Buche steht, weil ich nicht wusste, dass der jetzt einfach gleich so absacken wird, ja. Das hat mich jetzt ein bisschen schon getroffen. Aber okay, Leute, aber okay. So, was gibt's hier? Da gibt's eine Feuerblume. Perfekt, perfekt. So, und auf die Starcoins muss ich natürlich hier auch noch achten, weil die gehören natürlich auch noch hier zu den 100%. Und da bisher noch keine aufgekreuzt ist, macht mich das ein bisschen, ja, verwirrt mich das ein bisschen. Was ist das bitte? Ah, da kommen Knochen trocken raus. Solche Drecksäcke. So, so. Sondern schieße ich mich mal hier hoch. Vielleicht ist da oben eine Starcoin, aber da ist nichts. Und gibt es hier überhaupt irgendwo eine Starcoin? Ja, irgendwo wird es bestimmt eine geben, oder? Wir haben auf jeden Fall wieder 3 Felder. Das heißt, die Starcoins sind auf jeden Fall hier. Und da oben ist eine, okay. Ich habe mir fast gedacht, bei den Turms müsste es eigentlich fast immer eine geben. Und es war sogar die erste. Perfekt. Perfekt. Dann sollte ja eigentlich jetzt nichts mehr schief gehen, oder? Sollte man annehmen. Aber es kann auch eine Menge schief gehen, Leute. Und da ist die zweite Starcoin. Die ist gleich direkt neben der ersten. Ist das ein Witz? Oder ist das eigentlich beabsichtigt? Vielleicht war das auch nur ein Programmierfehler, Leute. Könnte natürlich auch sein. So, was springt jetzt da raus? Ein Knochen trocken. Oh mein Gott. Okay, okay. Geschafft, geschafft. Und noch alle 5 Münzen eingesammelt. Perfekt, perfekt. Und da ist auch schon der Checkpoint. Hahaha. Checkpoint erreicht. Und dann wollen wir uns doch mal hier durch das Fernglas anschauen, wo wir denn hin müssen. Da oben ist das Ziel. Oh nein, da hinten sehe ich schon eine ganz schlimme Passage. Ich denke, da wird Bowser wieder aufkreuzen. Und wo ist denn die letzte Starcoin verflucht? Ja gut, ich weiß, dass da oben das Ziel ist. Man sieht's. Bleibt eigentlich die Zeit stehen, wenn ich da durchschaue, oder läuft die Zeit weiter? Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Während ich hier alles untersuche. Das wäre echt blöd. So, Moment, Moment. Ich glaube, die letzte müsste dann hier oben sein, oder? Wollen wir doch gleich mal gucken, ob das so ist? Nein, es ist nicht so, Leute. Es ist nicht so. Okay, okay, was mache ich denn jetzt? Ach, da ist die letzte, da ist die letzte. Okay. Oh mein Gott, das heißt im letzten Moment abspringen, oder? Yes, perfekt. 100% von dem Level eingesammelt. So, wie es sein soll. Feuer, Hammerbruder, verzieh dich. Dich braucht nämlich gar keiner und ich glaube, wir sollten uns jetzt langsam ein bisschen beeilen. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht mehr übrig, Leute. Und es war klar, es ist Bowser. Er kehrt zurück, Leute. Oh je. Der zweite Kampf gegen Bowser wird natürlich, denke ich, nicht einfacher mit diesen komischen Plattformen. Und jetzt sollten sich unbedingt mal wieder Plattformen auftun, weil ansonsten komme ich nicht rüber und wir haben es geschafft. Sehr schön, sehr schön. Jetzt nur die Nerven bewahren. Unbedingt die Nerven bewahren. Oh mein... What the fuck? Ich glaube, Bowser geht's ein bisschen zu gut. Hast du ein bisschen zu heiß gebadet? Du alter Klugscheißer. Oh mein Gott, wie komme ich denn da rüber? Wenn er mir permanent hier den Weg blockiert, komme ich ja gar nicht rüber. So, Mario, lauf. Tu dein Bestes. Tu dein Bestes, aber stirb nur nicht. Wenn ich jetzt in die Lava fliege, dann war's das. Oh mein Gott, und ausgetrickst. Okay, bis hierhin. Und jetzt sind wir nur wirklich einen kleinen Meter davon entfernt zu gewinnen. Aber Bowser geht einfach nicht weg. Und jetzt durch. Oh mein Gott, er hat mich mit dem kleinen Fuß erwischt. Habt ihr das gesehen? Mit dem kleinen, mit der hinteren Ferse hat er mich dann doch noch erwischt. Oh mein Gott. What the fuck? Alles klar. Gut. Wieder ein verzaubertes Etwas mit einem Tanuki. Wieso haben die eigentlich so viele Tanukis? Wieso haben die so viele Tanukis? Das ist mir unbegreiflich, Leute. Das ist mir unbegreiflich. Als würden die sich unsere Power da aneignen. Finde ich nicht gut. So, ich benutze jetzt trotzdem mal meine Feuerblume, weil ich hier nämlich in Sicherheit sein will, denn ich brauche hier auch die goldene Fahne. Ist nur die Frage, ob ich da hinspringen kann oder nicht.
ob das mit deinem einfachen Sprung ausreicht. Und es reicht mit einem einfachen Sprung aus, Leute. Sehr schön. Perfekt. Gut gemacht. Welt Nummer 5 wäre abgeschlossen. Somit haben wir noch 3 Welten zu meistern. Natürlich auch mit den 100%. Ist ja logisch, das ist ja hier unser Ziel bei diesem Let's Play. Und wir haben schon wieder ein Leben dazu bekommen. Wir haben so viele Leben, Leute. So viele Leben. Wir könnten jetzt permanent am laufenden Band sterben. Und uns würde trotzdem nichts passieren. So, und wieso ist hier immer noch ein Ausrufezeichen? Nur wegen diesem blöden Toadhaus? Ja gut, dann gehe ich da eben noch kurz rein. Möchte ja natürlich wissen, was da drin ist in diesem Toadhäuschen. Vielleicht sogar ein Tanuki. Das wäre eigentlich ein bisschen vom Vorteil, wenn ich einen Tanuki bekomme. Und das ist der Boomerang-Kit-Anzug. Ja. Gut. Ein Geschenkengausch hat man nicht ins Maul, deswegen nehmen wir den gerne mit. Und gehen dann in die 6. Welt. Und wir haben den Stern oben bei der Welt 5. Das heißt, wir haben hier alles eingesammelt und bekommen. Und dann geht's ab in Welt Nummer 6. Und gibt's jetzt wieder ein Briefchen? Nö. Doch. Es ist hinter uns. Mario sieht's nur nicht. Er ist blind. Da ist es. Perfekt. Und was sehen wir auf dem Bild? Ach, Peach wehrt sich gegen die Goombas. Sehr gut. Sehr gut. Ein richtig toughes Girl. Ja, und da bin ich auch schon ein bisschen besser drauf. Ja, ist ja logisch. Wenn man weiß, Prinzessin Peach wehrt sich gegen diese verfluchten Goombas, dann ist alles wieder super. Wir gehen in 6-1, unserem nächsten Level. Und es sieht wieder aus wie ein Unterwasserlevel. Oder eine Wasserwelt, kann man ja eigentlich schon fast sagen, oder? Eine Wasserwelt hier bei Super Mario 3D Land. Und oh mein Gott, da ist eine Starcoin. Also würde man das nicht wissen, hätte man echt ein Problem. So, gibt's hier noch irgendwas? Nee, gibt's nicht. Aber wirklich gut versteckt. Das fand ich jetzt echt gut. Das haben die wirklich gut gemacht. Gutes Versteck für den Anfang auf jeden Fall. Und jetzt geht's nach vorne. Und ich glaube, es ist kein Unterwasserlevel. Ja klar, und dann habe ich mir auch noch wehgetan. Habe ich mir auch noch wehgetan. Super. Und was kommt daraus? Eine Feuerblume. Hilft uns hier, glaube ich, ungemein gegen diese bescheuerten Cheep-Cheeps. Und ich habe sie schon wieder verloren. Ich habe sie schon wieder verloren, Leute. Was passiert hier? Wieso verliere ich hier meine ganzen Items? Warum? Nur weil diese blöden Cheep-Cheeps mich die ganze Zeit attackieren. Aber wie will man das auch bestehen? Also man kann ja gar nicht so schnell feuern, wie diese Viecher da eigentlich kommen. Heftig. Heftig. Diese verdammten Cheep-Cheeps, die machen einem noch das Leben zur Hölle. Aber das werden wir denen schon noch austreiben, Leute. Das werden wir definitiv versuchen, hier unsere Erde wiederherzustellen. So, ich möchte jetzt eigentlich kurz hier hoch. Nur um zu schauen, was da oben ist. Komme ich da mit einem Ding hin? Ja, ich würde mit einem Tanuki, würde ich da locker hinkommen. Aber ich habe leider keinen Tanuki. Oh mein Gott. Ein ganz, ganz dickes Ding. Ja, ich möchte gerne da hoch. Ich hätte mir das gerne da oben angeschaut, was es da oben sonst noch so gibt. Und vielleicht gibt es auch hier die 2. Starcoin. Da ist eine Röhre. Ich glaube, die Röhre mache ich zuerst und dann gehe ich in den Checkpoint. Weil ansonsten muss ich das nochmal machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das falsch war. War das jetzt falsch oder war das richtig? Ich denke, hier ist eine Starcoin, aber wie gesagt, es ist alles ein Glücksspiel und dafür gibt es einen Tanuki. Sehr schön. Das freut mich doch. Das freut mich doch. Und hier ist eine Starcoin. Yes! Dann haben wir alles richtig gemacht eigentlich. So, bam. Und ab in die Röhre. Verschwinden wir von hier. Und jetzt habe ich den Checkpoint nicht aktiviert. Nein! Aber wir können nochmal zurück, oder? Wir können nochmal zurück. Yes, perfekt. Gut. Bitte Checkpoint aktivieren und dann mal durchs Fernglas schauen. Vielleicht ist eventuell irgendwo ein Toad. Nee, da ist die letzte Starcoin. Ganz oben und da hinten ist das Ziel. Alles klar. Gut, dann muss ich ja da oben nicht mehr nachschauen, wo ich eigentlich nachschauen wollte. Dann passt es ja. Dann trifft sich das wirklich sehr gut, Leute. Dann haben wir alles richtig gemacht. So, und jetzt möchte ich trotzdem gerne da. Ich möchte eigentlich nur gucken, was es da oben gibt. Aber da komme ich gar nicht hin. Ja, perfekt von den Programmierern, von den Entwicklern einprogrammiert, dass man da keine Chance hat hinzukommen. Wieso bin ich jetzt daneben gesprungen? Stop! Ja, WTF. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Also ich hab gedacht, ich springe jetzt direkt drauf, aber okay. Wenn Mario nicht direkt drauf gesprungen ist, dann ist er nicht direkt drauf gesprungen. Das heißt, wir sollten einfach mal das Ganze hier so angehen. Dass wir dann nämlich rüberkommen. Jetzt muss ich hier auf den Fragezeichenblock. Und dann nach oben, um die Starcoin zu holen. Perfekt. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Ich liebe dieses Geräusch, Leute. Wenn sich hier dann auf einmal alles auflöst. Oh mein Gott. Das ist so eine Zerstörungswut. Warum ist denn der bitte so sauer?
So kann ich mir gar nicht erklären. Oh Gott! Also wenn ich mich jetzt da nicht beeilt hätte, wäre ich spätestens hier, wäre ich gestorben. Und bitte zerstör mir jetzt hier nichts. Ich will nämlich ganz normal ins Ziel kommen, ohne dass mich hier irgendwas verletzt. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Dafür hätten wir einen Tanuki gebraucht. Gut, dann werde ich hier die Starcoin nachholen müssen. Die Starcoin sage ich schon. Die goldene Flagge im Offscreen. Weil das Level kennen wir ja schon, also von dem her müssen wir uns das Ganze hier nicht nochmal anschauen. Und die Starcoins haben wir auch alle, das heißt, wir haben fast 100% auf den ersten Versuch gehabt. So, eine Pyramide, 6-2. Da gehen wir natürlich gerne hin. Eine Pyramide. Pyramiden finde ich übrigens sehr interessant, Leute. Ich möchte unbedingt mal nach Ägypten und mir Pyramiden anschauen. Und das sieht gut aus. Sieht irgendwie cool aus, das Level. Hat was. Ich denke, hier wird die Starcoin auch ziemlich versteckt sein. Wenn es denn wirklich so ein Level ist, wie ich vermute, ja. Okay, es ist genau so ein Level, wie ich vermutet hatte. Eins, wo man nur von oben sehen kann. Oh mein Gott. Gut, das war jetzt völlig hirnrissig und völlig überstürzt. Also völlig überstürzt. Pocky, verschwinde von da hinten. Ich würde dich ja gerne verletzen, aber ich kann ja nicht. Ich kann ja nichts machen. Ich habe keine Feuerblume, ich habe gar nichts mehr. So, was ist hier? Was ist hier? Oh mein Gott. Als ob. Okay, dann stellen wir uns mal ganz hinten hin. Aber bringt uns auch nichts. Wir müssen ganz hinten links. Da geht's nämlich weiter. Nämlich hier. Und da hätten wir einen Tanuki gebraucht. Nein! Kann ich das nicht irgendwie öffnen? Doch, kann ich. Hä? Ach so, ich kann mich ja rollen. Klar, als ob. Und ich habe permanent versucht, mit dem Tanuki zu machen. Wieso hat mir das denn keiner gesagt? Leute! Nicht schlafen, sondern mir Bescheid geben, bitte. Ach komm, ist es ärgerlich. Und ich habe die ganzen Level so mit einem Tanuki dann gemacht. Aber dabei ist es auch so möglich, diese Blöcke zu öffnen. Oh, da oben gibt es gar nichts, okay. Ich dachte schon, da oben gibt es vielleicht ein Item für den guten Dan, aber so wie es aussieht, nicht. Und was ist das hier bitte? Was ist das hier bitte? Oh mein Gott, ich wollte jetzt da schon rüber. Oh, ich muss da rüber. Ich muss darüber. Ich glaube, da hinten ist die letzte Starcoin. So wie das aussieht, kommt mir ein bisschen so vor wie bei Donkey Kong. So, springen wir mal hier hin. Und schauen wir doch mal, was es hier gibt. Ja. Oh mein Gott. Eine Kugel. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Perfekt. Perfekt. Alles richtig gemacht. 100%, Leute. So wie es sein soll. Und jetzt muss ich hier auch, glaube ich, aufpassen. Oh Gott, ich hasse so Geschicklichkeitssprünge und schnell reagieren. Und wir hätten es gepackt. Sehr schön. Alle drei Starcoins, wunderbar. Im ersten Versuch, first try. Wow. So, was hat der Block zu bedeuten? Okay. Ja gut, ich hätte, glaube ich, jetzt den Block aktivieren müssen. Und an dem komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr ran. Okay, ja, ich wollte jetzt eigentlich einen Weitsprung machen, bitte. Mario, mach einen Weitsprung. Nein, so nicht. So nicht. Hä? Moment. Kann ich das auch irgendwie so machen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Wieso macht er denn jetzt keinen Weitsprung? Jetzt, ah, perfekt. Goldene Fahne sogar noch bekommen. Huhu. Eigentlich hätte ich gedacht, ich kriege die goldene Fahne nicht, weil die Situation sah jetzt aussichtsloser als die vom letzten Level. Gut, umso besser für uns. Umso besser für uns müssen wir wenigstens das nicht nochmal offscreen machen, beziehungsweise ich. Und jetzt geht's, glaube ich, in ein Geisterhaus, oder? Wieder ein Geisterhaus? Ja, es geht wieder in ein Geisterhaus, Leute.